Willkommen zurück. So, wir sollen unsere Mutti und unsere Schwester wiederfinden. Erstmal nochmal was futtern hier. Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier irgendwie rüber jumpen. Mal gucken, ob es klappt. Oder zum Baum rüber? Können wir da was anvisieren? Und so wie er ruckelt, wird das wohl doch nicht. Wie wär's denn hiermit? Was ist das denn? Ein Grashüpfer. Am Anfang dachte ich so bei der Grafik so, naja. Und ein paar Bugs sind da tatsächlich so im Spiel. Keine Ahnung, ob die Grafik sich jetzt tatsächlich ein bisschen verbessert hat durch das Update. Das kann ich ja gar nicht beurteilen. Hallo, hallo. Mal, du bist hier zurück. Aber man gewöhnt sich echt schnell dran. Ich glaube, diese Grashüpfer haben eigentlich auch einen anderen Namen noch. War das jetzt ein Fuchs oder nicht? Sag mal! Der hat uns ordentlich gebasht, die Chefspinne. Irgendwo war doch hier der Weg nach drüben, ne? Ah, da sind die Steine, okay. Verfolgt mich da was? Wieso kann ich die anderen Steine nicht anvisieren? Wo muss ich denn sonst hin? Ich darf nicht mehr rüber. Ich würde mir Helikopter näher ansehen. Oder wir gehen nicht unter. Na nice. Lootet. Aha. Oh, wir können sogar oben rauf. Komisch, dass die Schrift noch so gut erkennbar ist. Würde eigentlich fast
darauf hindeuten, dass vielleicht doch noch Menschen überlebt haben. Okay, dann wieder auf zum Mutti. Denk mal da oben hoch. Yes. Nein, wir haben nicht besiegt. Hallo, ich will den fressen. Presence of cobwebs can only mean one thing. This is spider. Ich kann nicht kämpfen. And the glider must be on high alert. The sugar glider has taken a risk by venturing close to these deadly red thorns. This risk did not pay off. He's been scratched. A toxin now flows through his body, slowing him down and draining his strength. It'll take time for him to recover. Das ist jetzt natürlich ungünstig, das war. Da, die scheiß Spinnen. Komm hinterher. Ich kann nichts machen. Tote Maus, tote Ratte. Wahrscheinlich verfolgen die mich weiter. Ah. Schnell weg. Wir sind fast down. Down sind wir bald. Ah, guck, er hat fallen lassen. Oh nö, fast tot und dann so ein Vieh. This quick darting and oversized tarantula would like to make a meal of our jury. To survive, the glider will have to be quicker still. Oh nein, jetzt so ein langer Ladebildschirm. Nein! Okay, keine Ahnung, was da eben stand. Irgendwas mit Viereck zum nächsten. Ach so. Wir müssen ganz schnell tippen.
This quick darting and oversized tarantula would like to make a meal of our Joey. To survive, the glider will quick time events, wie ich das liebe. Arachnids are one of the few creatures able to flourish since the shift. Insect populations have been out of control since many of the species that once fed on them have gone extinct. Spiders have moved in to fill the void. Vor allen Dingen, wie sollte ich gerade den Text lesen, wenn ich hiermit beschäftigt bin? Coole Kamerafahrt. Da hinten ein schöner Strand. Ich glaube, ich hätte nicht landen sollen. Oh oh, und tschüss. Interessant, dass das Vieh nicht mehr da ist. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt die ganze Map zurücklaufen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo wir hier gekommen sind. Wahrscheinlich hier direkt, oder? Na gut. Wir müssen auf jeden Fall ein ganz schönes Stück gleiten. Aber ich habe noch nicht wirklich eine Ahnung, wo wir da hätten landen sollen. So, rechts würde ich nicht sagen. Da dürfen wir nirgendwo hin. Okay. Wir sind zu hoch. Oder muss ich... Ich muss diesen Baumstamm irgendwie eigentlich erreichen. Oder auch nicht. Sehr gut. Gar nicht mal so einfach, ey. Hallo?
Okay, bei den blauen Dingern. Ah, krieg ich Speed drauf. Nein, 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 nicht wieder an die Wand. Nicht an die Wand, nein, ach, leck mich. Das sah eigentlich ganz gut aus jetzt erstmal, aber... Ey, das ist so schwierig zu steuern dann. In der Luft. Vor allen Dingen war das ja eben voll der Zufall, dass wir den Stamm erwischt haben. Keine Ahnung warum. Wir sind dann so ein Luftvögel manchmal und dann hört's auf. Ich würde die Szene jetzt hier noch gern schaffen. No, das gibt's doch nicht. Wie hätte ich denn das jetzt noch anders machen können? Menu, ey. So. This perilous glide is another demonstration of the Sugar Glider's impressive skill. Wir haben's geschafft! Yeah! Okay, ich weiß nicht, wo er speichert. Ich hoffe hier jetzt, weil hier will ich erstmal die Aufnahmesession beenden und ja, lassen wir uns überraschen, was hier mit unserem kleinen Freund noch alles passiert. Spitze bedanke mich. Bis denn, Herr.